Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Talbauer von Kolle, den Supermapper. Ja, das ist die Folge nach den Streams. Wir haben, oder ich habe im Stream hier die Wiese zu Ende gemäht. Dann haben wir hier, habe ich geschwordet. Dann wollte ich hier schworden. Nee, dann haben wir Hackschnitzel für die Heutrocknung besorgt, weil wir haben angefangen mit dem Ladewagen was in die Heutrocknung zu fahren. Und hier auch an der BGA schon ins Silo. Jo, und dann waren anderthalb Stunden Stream vorbei. wisst ihr, wie es ist. Man nimmt sich was vor. Man schafft es nicht. Okay, wir haben hier noch Weizen, hat der Curseplayer gedrillt. Und hier Hafer. Dann musste ich den Vier zurücksetzen, weil RMT auf einmal gar nicht mehr ging. Und dann haben wir die Driller noch voll gemacht. Ja, und jetzt ist es halt Zeit, dass er hier Mais legt. Wir müssen schworden, Ladewagen fahren und mir fehlt ein Trecker eigentlich zum Fest vorne. Weil da kommt doch einiges an Gemüse zusammen, also darf man nicht unterschätzen. Oh, wir können ja auch hier noch was ins Silo reinfahren, ja. Aber wie gesagt, mir fehlt ein Trecker noch. Ich habe im Moment keinen zum Fest fahren. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein bisschen improvisieren, aber schworden. Säen auf jeden Fall. Säen ist wichtig, weil es ist der zweite Frühlingstag. Mein Frühling hat nur 3 Tage, weil ich ja nur mit 3-Tage-Season spiele. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen voran machen. Das ist wichtig. Das gesät wird. Auf dem Acker habe ich keinen gefunden. Kann auch sein, dass der Kalle hier sich einen Spaß gemacht hat, ne? Seinen Hut vergessen hat, als er inkognito über unseren Acker geschlurft ist. Das weiß ja auch nicht, ne? So, im Handbremse rein, Feldkurs generieren. Düngen und säen. Kurs generieren. Feld 8. Vorgewende. Ach, jetzt mach mal 4 ruhig, 4 mal. Feldkurs generieren. Zurück, speichern. Und liebe Leute, ich möchte mich auch nochmal ganz recht herzlich bedanken für die viele Teilnahme bei den Streams. Ey, es ist echt enorm. Es macht richtig viel Spaß. Danke. Ne? Vielen Dank. Macht immer wieder Spaß. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh, hier, Bild. Danke, dann haben wir das nämlich. Der kann weitermachen. So, komm, wir schworden erst die Wiese hier, ne? Jetzt mache ich ja immer in der Außenansicht wegen Track. Damit das auch schon mal fertig ist. Irgendwas muss ja mal fertig werden, ne? Damit wir hier vorankommen. Aber in den Mädchengang wollen wir nicht voran, ne? Schnellen Gang, wenig Drehzahl, ist immer gut beim Schworden, ne? Das passt dann schon. Also jetzt erstmal schworden. Können wir nächste Folge noch Ladewagen fahren? Und dann muss ich erstmal eine ganze Menge vorspielen, ne? Mit den Season-Spielständen. Frisst Zeit, aber macht Spaß. Und das ist das Wichtigste, ne? Spaß soll's machen. Ich habe was vergessen. Wie gesagt, dann wenn... Das Gerät ist nicht angewählt. Wenn die Wiesen alle Tiefen gelockert und neu angesät, ne? So ist mein Plan dahinter. Ich hoffe, dass wir dann im Herbst nochmal einen Schnitt kriegen. Eine Wiese lassen wir, haben wir noch nicht gemäht. Dass wir, wie heißt es, versuchen im Sommer einmal Heu zu machen. Ich glaube zwar nicht, dass das geht, deswegen kommt ja auch jede Menge in die Heutrocknung. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Mit Seasons. Was ist jetzt los? Geht hier wieder die Puste aus, oder was? Wenn du den nicht auf Drehzahl hältst, stellenweise, ne? Dann merkst du die Peten.
wenigen PS. Oh, Heiko hat ein Bild im Discord gepostet. Guck ich mal, Heiko. Es macht auch richtig Laune, wie so auf dem Discord, dass ihr euch alle da so top verhaltet und nicht da irgendwie eine Welle reißt oder so. Ich bin echt stolz auf euch. Ihr seid echt die beste Community. Das sagt wahrscheinlich jeder von seiner Community, aber so fair und so freundlich, wie ihr immer seid, egal welchen Alters, finde ich richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich stolz drauf, dass ich euch habe. Vielen Dank. Ne? So, jetzt aber erstmal hier Schwarz. Und ihr habt noch eine Folge. Ich hoffe, die Qualität passt dann auch nachher. Weil ich habe gerade erstmal ein bisschen Mittagspause gemacht. Ne? Was gegessen, Pause gemacht. Und jetzt machen wir weiter. Dass wir hier vorankommen. So ist der Plan. Dass ihr auch morgen ein Video habt, ne? Muss ich auch noch mal. Ist ja doof. Zumindest nichts Vernünftiges im Fernsehen. Könnt ihr auch am PC setzen. Ist ja leider in letzter Zeit so. Perfekt. Dann haben wir aber auch immer noch eine Wiese zu schwören. Das Ladewagen vorne, das wieder auch ewig dauert. Ey, boah. Kraut's mir jetzt schon vor. Zum Hut können wir auch was pressen, also das ist nicht das Ding. Aber was wir jetzt erstmal ins Silo fahren können, fahren wir ins Silo. Weil es einfach vorteilhafter ist. Gern muss beides. Wenn du mit dem Ladewagen fährst, brauchst du halt hinterher nicht die ganzen Ballen wegräumen. So ist meine Denkensweise im Moment dahinter. Deswegen fahren wir es mit dem Ladewagen. Aber ich brauche den Schlepper. Ist ja auch fest vorne. Und der andere ist ja noch am Sehen. Sonst hätten wir mit dem Fiat fahren können. Aber hier ist der Frontlader dran. Wir müssen ja auch nachher schippen. Und noch ein Schlepper. Nee, das ist viel zu viel. Wo wir eigentlich in jedem Spielstand vier Schlepper haben, aber... Jetzt noch ein Schlepper ist zu viel. Muss man ganz ehrlich, fairerweise auch sagen, das ist viel zu viel. Wenn du nur 35.000 Schlepper hast, das geht nicht. Kommt ja auch wieder super aus, ey. Perfekt. Muss ja leider ein Schwatt ankratzen, das geht nicht anders gerade. Jetzt haben wir keine Chance, das vernünftig zu machen, ne? Schieben wir über Ladewagen. Rein. So haben wir noch nicht.
nicht so großen Bogen drin, ne? Kann auch ein Fehler sein, jetzt so durchzufahren, aber nee. Müsste passen. Dann müsste er hinkriegen. Das sind aber auch Klopperwiesen, ne? Also. Leck mich fett. Und echt riesig. Darf bräuchte man nicht unterschätzen, ne? Wirklich. Oder sollte man auch nicht unterschätzen, die Riesenwiesen hier. Oh, hier ist aber auch eine Spitze nach der anderen, ne? Eine Spitze, ja, auch die nächste. Kann ich mit leben, ne? Geht hier dann auch easy peasy. Perfekt. Und wieder ab in die Spitze. Aufgeheizt, alles mit Ladewagen vorne. Oh nee, du. Oh oh. Ja, Leute, jetzt stellt euch schon mal mindestens auf 3-4 Folgen Ladewagen vorne ein. Also, so schnell kriege ich das nicht weg, dass wir dann jeden Tag eine Folge haben. Das kann nur heute werden, das zeig euch. Ich wohl eine Nachtschicht einlegen, wa? Boah, das alles noch Güllegruber, ne? Da fahren wir aber nur 10 Kubik. Aber dann ist Tiefen gelockert und wir haben Ruhe. Erstmal, ne? Für 3 Seasons. Gar nicht in eine Bahn, wa? Na, so geht's. Da noch Schwaden? So, liebe Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.